CrossFit Bonn Members. Willkommen zu unseren CrossFit Bonn Homewood. Heute machen wir ein bisschen Oli. Also wir brauchen einfach einen Broomstick, einen Besenstiel oder irgendwas, was so aussieht. Und eine Couch, also oder einen Stuhl. Das hat wahrscheinlich anscheinend jeder bei sich zu Hause. Und also zum Start kann jeder ein bisschen Mobility machen, eigentlich das, was ihr findet, was euch am meisten nützt und was ihr auch braucht. Also das ist eigentlich frei. Danach machen wir unseren Warm-up, Skill, heute werden wir viel clean machen. Und danach ein Wood, das ist ein Emo und ein Core-Finisher, damit wir zum Schluss noch schön viel Spannung am Bauch fühlen. Also unser Warm-up starten wir dann mit 10 Deadlift, 10 Clean High Pull, 10 Front Squat, 10 Press Behind Leg und 10 Back Squat. Und das alles machen wir zweimal. Hoffentlich könnt ihr es auch so machen, dass ihr es alles kontinuierlich macht, also ohne den Besenstiel loszulassen. Also wir machen dann die 10 Deadlift, dann machen wir 10 Clean High Pull. Von unten machen wir unseren High Pull, schön die von den Fersen drücken und die Hüfte komplett strecken. Danach bleiben wir in unserer Front Row Position und machen 10 Front Squat. Vor allem versuchen, schön stabil zu bleiben. Dann nehmen wir die Broomstick hinter unseren Nacken und machen 10 Press Behind Neck. Komplett durchstrecken. Und in all diesen Bewegungen, obwohl es sehr wenig Gewicht ist, wenn ihr eine komplette Körperspannung haltet, werdet ihr auch merken, dass es auch sehr anstrengend ist. Also hier fühle ich schon Spannung an meinen Beinen, an meinem Po und auch an den Schultern. Immer Spannung halten und da werdet ihr auch richtig arbeiten können. Und 10 Back Squat. Das macht ihr dann zweimal. Dann könnt ihr ein Clean Warm-Up machen, wie ihr wollt. Ihr habt alle schon ein bisschen Erfahrung, also könnt ihr es so machen, was euch am meisten nützt. Wie zum Beispiel könnt ihr mal 10 Mal die Stange über die Knie halten, dann kommt ihr bis eure Hüfte, dann macht ihr nochmal die High Pulls, den Umsatz, auch mal ein bisschen üben, wie das, der Sprung zur Seite ein bisschen schneller wirken kann, auch wie man vielleicht die Ellbogen explosiv nach vorne drücken kann und danach auch ein bisschen Push, Press noch weiter üben. Gewicht immer auf den Fersen halten, ganz gerade nach unten und dann von den Beinen aus nach oben drücken. Dann kommen wir zu unserem Komplex. Wir machen erstmal ein Emo, der 5 Minuten lang sein wird. In jeder Minute machen wir einen Komplex. Der erste Komplex sieht dann so aus. Ein Clean Grip Deadlift, ein Clean High Pull, ein Front Squat und ein Push Press. Immer alles ohne die Stange loszulassen. Also wir machen dann ein Clean Grip Deadlift, ein Clean High Pull, ein Front Squat und ein Push Press. Wenn das zu wenig ist, dann könnt ihr ruhig den Komplex 2 oder 3 Mal höchstens pro Minute machen. Aber wenn ihr es mit kompletter Körperspannung macht und auch explosiv den High Pull macht oder auch daran denkt, dass es wirklich schwer ist, dann wird ihr auch richtig spüren, dass es anstrengend ist. Nachdem wir das 5 Mal gemacht haben, machen wir jetzt einen zweiten Komplex und dann machen wir 3 Mal ein Squat Clean und ein Push Press. Auch ohne die Stange oder Broomstick oder whatever loszulassen. Das heißt, wir machen ein Squat Clean und ein Push Press. Danach wieder ein Squat Clean und ein Push Press. Und dann noch einmal ein Squat Clean und ein Push Press. Und diese 3 Wiederholungen in einer Minute. Super. Dann kommen wir zu unserem Wood. Jetzt machen wir ein 2 Minuten langes Emo. Wir werden 2 Bewegungen
alternieren. In den ersten 2 Minuten machen wir auch wieder einen Komplex und dann 10 Burpees. In der 2. Minute machen wir jeweils 10 Single Leg Elevated Hip Thrust. Der erste Komplex schaut so aus: 5 Power Clean, 5 Front Squat, 5 Push Press. Ich glaube, das wisst ihr schon alle, wie das geht. Das heißt, wir machen immer 5 Power Clean, ja, 5 Front Squat, ich habe 5 gemacht, und 5 Push Press. Da es wenig gewichtet ist, sage ich nochmal, komplette Körperspannung halten und auch die Bewegungen sauber machen. Und die 10 Burpees over Broomstick, das heißt, nach dem Push Press legen wir die Stange hier bei der Seite und dann machen wir 10 Burpees mit einem kleinen Sprung. Okay? So, dann kommen wir zu dem Single Leg Elevated Hip Thrust. Wir stützen unseren Rücken auf eine Couch, einen Stuhl oder was ihr auch habt. Und dann können wir das Bein, obere Bein angewinkelt lassen. Das untere Bein ist komplett auf dem Boden. Oder ihr könnt auch die Fußspitze heben, das ist ein bisschen schwerer. Und dann gehen wir mit der Hüfte nach unten und drücken die rauf. Unten und drücken die rauf. Und das machen wir dann 10 Mal pro Seite. Und zum Schluss machen wir einen Core Finisher. 3 Übungen oder 2 Übungen, halt links und rechts. 3 Mal, 30 Sekunden on, 10 Sekunden off oder 10 Sekunden Pause. Die ersten 3 Sekunden machen wir einen Captain Morgan Side Plank. Das heißt, ihr geht auf eine Side Plank. Und dann heben wir ein Bein nach oben und dann das andere Bein. Versuchen immer die Knie, das obere Knie oder das Knie, was in der Luft ist, angewinkelt zu lassen. Und die Fußspitze zieht ihr nach oben. Nicht so, sondern hier. Und das macht ihr dann 3 Sekunden lang. Die Hüfte müsst ihr auch immer nach oben schieben. Ja? 3 Sekunden rechts, 3 Sekunden links und dann zum Schluss 3 Sekunden Shoulder Taps. Wir gehen in die Plank-Position und dann kontrolliert fassen wir unsere Schultern. Wir können auch vielleicht hier vorne anfassen oder hier unten, so dass es kontrolliert die Shoulder Taps sind. Und das wär's. Viel Spaß!